Also, willkommen zurück zu The Elder Lords Kreuz 5 Skyrim. Ich guck mal hier oben nach, ob hier was ist. Nein, hier ist nichts. Außer wenn ich jetzt, warte mal, Magie. Naja, Flammen könnte ich dann erst benutzen, wenn wir dort sind. Hier ist schon wieder eine Ratte. Eine tote Ratte. War hier vor uns jemand gewesen? Irgendwie. Zaubertrank der geringen Ausdauer. Leintuch. Tücher bräuchte ich nicht. Die ist leer. Die Ruine ist leer. Und ich habe trotzdem Schwert und Schild. Und da vorne ist jemand. Ja, was machst du? Aktivierst du das Ding? Das nenne ich mal Pech. Und oh, ein Schalterrätsel. Ah, du hast eine Fackel in der Hand gehabt. Ja, Fackel nehme ich lieber nicht mit, das ist nie so besonders. So, hier sind wir zum ersten Mal bei einem Schalterrätsel. Es ist ganz einfach. Wenn man jetzt hier rumlatscht und diese beiden, sagen wir mal, diese beiden hier sieht, und da unten, und dann sieht man hier, merkt man, hier fehlt doch eins. Und dann sieht man da, aha, da unten. Also braucht man eine Schlange, also man braucht zwei Schlangen und einen Delfin. Und bei dem Schalterrätsel kann man hier die Säulen aktivieren. Also zwei Schlangen und ein Delfin. Falls das euch hilft hier, wenn ihr neu seid und hier anfängt. Jetzt kommen, oder? Kommen da welche? Hallo? Es kommen welche, ja. Hallo, du Ratte. Totes Ding. Kommt da noch eins? Jetzt was mit Taschendiebstahl wegen der Diebeskunst und sowas. Boah. Hier kann man nur plus. Bei dem braucht man nur plus zwei Schläge, weil das dauert ja nicht so lange. Kleinen Seelenstein. Hallo! Oh. Tot. Du bist tot. T-O-T. Definitiv tot. Okay, hier geht's weiter. Rolle des Feuerballs. Nee, schwaches Gift der Lähmung. Nehme ich mal mit, das kann ich verkaufen. Was soll das da? Achso, ich habe jetzt gedacht, hä? Das ist ein Scheiß. Und was sieht man da? Hier kommen wir nicht weiter. Was brauchen wir? Nämlich Flammen. Ich möchte es gerne in der rechten Hand haben. Hallo. In der rechten Hand. Nee, Moment. In der linken Hand ist es besser. Das tue ich mal lieber in dem wo bist du? Eisenschwert? So. So, damit ist das Ding offen. So, hier kommt. Oh, Riesenspinne. Wird ihr gleich sehen, was ich meine mit Riesenspinne. Und
Speichern. Verwundete Frostspinne. Du bist vergiftet worden. Okay, warte mal, ich brauche schnell mein Eisenschild und erstmal eine Heilung. Na komm. Schwere Rüstung verbessert auf 21. Ein Spinnei. Hier ist eine Rune. Zaubertrank der kleinen Heilung. Noch als Belohnung. So, nehme ich mal kurz mal das. Ja, halt doch mal deinen Maul, Alter. Ich werde dich so oder so zermetzeln. Junge. Ja, ist ja gut, Mensch. Halt dein Maul. Ist ja gut, ich komme gleich. Ich nehme nur bloß hier kurz mal das Gold mit und sowas. Modifizierten Leichen und sowas. Ihr, hier drüben. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Wo ist die goldene Klaue? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Gebt mir zuerst die Klaue. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Es lockert sich. Du Arsch. So. Goldene Klaue. Das ist das Tagebuch von diesem Typen hier. Vor uns. Was hast du so Schönes? Ein Eisenschwert, Pelzrüstung, Pelzhelm. Was ich nicht brauche. Ja, und hier geht's einfach, den Weg geht's hier weiter. Also, es ist noch nicht vorbei. Mit dem Höhlenraum. So, Zaubertrank der gegen Ausdauer. Da, die Rune ist leer. Einen Sehnstein nehme ich mal lieber mit. Leer. Leer. Einfach nur leer. So, kommen hier schon die ersten. Ja, die Monster. Und ich werde anrufen. Moment. Ich mache kurz Pause. Bis gleich. Ach, diese Anrufe. Ich mag sie. Immer werde ich gestört. Aber es. Ah. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's richtig geil. Jetzt kommt so eine Draugirl. Oh, da kommt einer an. Hallo, guten Tag, du Zombie-Ding da. Oder was du auch immer bist. Bleib tot. Und schon wieder eine Stufe gestiegen, ey. WTF, ey. Ich werd dir schnell hochgestuft, ey. Und, warte mal. Ausdauer erhöhen. So. Und tot. Ich benutze nur bloß die Magie nur bloß für bestimmte Zwecke, nicht für Heilung können. Für Heilung brauche ich das, ja, das ist ja wichtig. Immer. So, das möchte ich gerne haben. Silberschwert. Was hast du? Gold? Gold? Ich bin so ein Noob, ey. Mann. Ich hätte noch bei den anderen gucken sollen, ob die
Gut, Tommy. Och Mann, ich bin nur fail. Oh Gott. Aber wesentlich bin ich jetzt schlauer. Gold. Was? Pelzarmschienen? Nein, will ich nicht haben. Könnte ich ja gern verkaufen, aber dann darf ich nicht so viel tragen. Und das hier ist eine... Warte. Eine Falle. Haha, ausgetrickst. Ja, man sollte nicht auf so ein Symbol drauf treten, sonst... Pff, tot. Ja, hier von den Nadelspitzen, ne? Wisst du Bescheid. So, immer noch mal die... Ich habe das dumpfe Gefühl, dass dieses Tier dort vor uns gleich auf wach wird. Warum? Weil es nicht tot ist. Oh, loser. Okay, erstmal eine Heilung trinken. Das meinte ich auch, weil diese Trauger sind manchmal, einige sind Schwertkämpfer, andere sind so Eis, also Eis, die können Eis angreifen. Oh. Und ich habe einen weiteren aufgeweckt. Hallo. Immer fest drauf. So, Knochenmehl. Halskette. Ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu teuer. Und da kommt noch einer. Jetzt mal schnell mal eine Heilung trinken. Ich will nicht hier sofort sterben. Und du bist ein Schwertkämpfer? Was? Finish Kill! Ja, und da ist das Licht ausgegangen. Was habe ich da gerade eingesammelt? Das will ich nicht haben. Ich will Eisenpfeile haben. Die Dinger will ich nicht haben. Pelzstiefel will ich nicht haben. Gold will ich haben. Da haben wir schon sehr viel Geld jetzt gesammelt. Hoffentlich spackt nicht mein Handy ab hier in der Aufnahme. Geld. Wow, 572. Das reicht aus. Ah, da ist was. Auch. Wieder was von Aufschließen gesagt. Ah, verdammt, jetzt habe ich den Dietrich kaputt gemacht. Es ist immer so schwierig herauszufinden, wo das ist. Also wo man das aufschließen kann. Das ist sowas von Kacke. Ah, mit dem Spiel kenne ich mich ja auch sehr gut aus. Aber nicht so gut. Mal ein Safe. So. Okay, ich warte. Jetzt. Aua. So, aus. So. Und die sind jetzt auch aus. So, Oha. Oha. Mal, nehme ich mal kurz mal meine Flamme. Feuer dich an. Ich feuer dich an. Ich hab dir gesagt, ich feuer dich an.
Nie glaubst du mir das. Ah, hier kommt ein geiler Trick. Den habe ich bei Peter gesehen, also bei Pizza. Boom! Abgebrannt, du Sau. Ja, brenne auch noch weiter. Magika niedrig, ich weiß. Flatsch, wieder ein Finish-Kill. So spart man sich wesentlich mehr Zeit, als wenn man jetzt hier eine ganze Menge von diesen Untoten hat. Ja, Untoten sind das. Und sind auch Daukör. Wir müssen aber so oder so dann irgendwie bald dann zur Winterfest oder so. Mal sehen, ob es hier oben weitergeht. Ja, hier geht's weiter. Ist da was? Flammen nehmen? Ah, da ist da was. Aha. Ja, episch. So. Gut, was ist in der Truhe? Zwei Dietriche, Gold, Rolle der Geisel der Untoten. Untote bis Stufe 30 werden in Brand gesteckt und fliehen 30 Sekunden lang. Nee, nehme ich nicht mit, das ist nicht so besonders. Und ich kann irgendwie mehr tragen. Hä, WTF? Geht's hier weiter? Ja, es geht weiter. Man denkt hier, geht's gar nicht weiter, aber wenn man hier den komischen, eigenartigen Fluss sieht, dann geht's doch weiter. Und ich gehe mal schauen, was hier so besonders ist. Und ich guck mal nach, was noch weiterkommt. Aber ich glaube, ich muss mal, wenn ich das Geräusch von Wasser höre. Rolle des Feuerballs, Zaubertrank der geringen Magika, nehme ich mal mit. Benutzen. Ich kann es nur bis einmal nutzen. Ah, ja. Es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt, ey. Geil. Es hat wirklich geklappt. Cool. Okay. So, weil... Warum ich das getan habe, weil... Dieser hier wäre dann sofort hochgegangen. Aber es hat zum ersten Mal wirklich geklappt, ey. Davor, wo ich hier gewesen war, habe ich dieses Vieh gesehen. Und dachte mir, scheiße, wie kriege ich das töten, ob ich es einfach so direkt angegriffen habe. Und dann bin ich aber zigmal gestorben. Ein Skelett. Gold? Puh, naja, okay. Schlosserknacke. Ah, Mann, ich hasse dich, Truhe. Gold. Und die beschlagene Rüstung nehme ich nicht mit. Ist mir nicht so unwichtig. Die Eisenpfeile, die brauche ich unbedingt. Jetzt weiter. Oi. Um Gottes Willen. Ja, und hier geht es dann weiter, wo es aufgehört hat. Mit dem... Ah. Diesen Punkt kann ich mich noch erinnern. Dann nehme ich mal schnell einen Safe. Mein Grund ist, da kann ich mich erinnern, weil da habe ich gesehen, dass man sieht ihn schlecht, aber ich müsste ihn sehen hier von der Entfernung. Ja, da ist er. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Ah, da ist er.
Den kann man einfach mit einem Jagdbogen einfach so richtig gelassen zielen, warten, bis er Position einnimmt, feuern, Schleichangriff für 20-fach. Dann schnell, sag ich mal, meinen Zwerg gezögert und dann einfach ange. Nein, verdammt. Ja. Und das bedeutet, ich bin gestorben und krieg einen Levelaufstieg, ja. Das gibt's doch nicht. Naja, es ist ja nicht so schlimm, wenn man hier fehlt. Vielleicht sieht er mich nicht. Auch eine Truhe zum Aufschließen. Was? Ey, ich könnte. Trank der Tarnung. Bis 60 Sekunden, um 10% schwer zu entdecken. Nehme ich mal lieber mit. Das könnte man sehr gut in den Schwarzmarkt verkaufen. Allerheiligstes öffnen. Oh, Stufe 3. Ach so, ja, ich bin ja schon Stufen gestiegen. Es geht auch hier ziemlich schnell, ey, bei Stufenstieg, ey. Ich bin schon hier fast Stufe 4. So, ein weiterer Raum. Ich lauf mal ein bisschen. Sind so oder so hier Lampentücher oder sowas. Und jetzt sehe ich schon wieder hier Herausforderung für mich. Einmal. Aua. Ich will jetzt hier kein. Ich habe keinen Bock hier zu sterben. Also. Ah, eine Ölfläche. Was macht eine Ölfläche hier? Ich warte einfach ab, bis die hier unten sind. Na, kommt her, kommt her. Wunderschön. Stufe gestiegen. Neue Stufe, oh. Nee, will ich nicht haben. Eigentlich kann man die auch kaputt kriegen. Dann machen sie auch mehr Damage. So, ich nehme mal wieder mein Eichenschild mit. Kurz mal die Waffe reinzögern. Ich bin schon wieder eine Stufe gestiegen, ey. Wie geil ist das denn? Okay. Ja, die Gesundheit. Weil Gesundheit ist viel besser. Gesundheit und Ausdauer. Magika lasse ich erstmal so. Und warte mal, was war das mit. Was war das andere gewesen? Blocken? War das Blocken gewesen? Blocken 21, ja.
Schwerrüstung kann ich dann auch da machen. Also ich werde mich dann auf Blöcken leicht. Also auf Blöcken einhändig und Schwerrüstung. Da mache ich noch ein bisschen an Schmiedkunst und an Verzauberung. An Schmiedkunst und an Alchemie ein bisschen was. Mache ich da noch. Aber ansonsten lasse ich das so. Hier ist auch so eine Ölspur. Aber hier finden wirklich die Monster. Bei den Raum hier. Eine Eisentür zum Aufschließen. Okay. Ja, eine verschlossene Tür. Was machen wir? Wir öffnen mal ganz kurz unseren Objekt und gucken uns die goldene Klaue genauer an. Und da sind drei Symbole. Die sind von oben nach unten angeordnet, in der Mitte auch. Also oben ist ein Bär, unten eine Fledermaus, also Mitte Fledermaus, unten Eule. Ein Bär. Wir brauchen einen Bär. Hier brauchen wir die Fledermaus. Oder was das auch immer ist. Für mich sieht das eher aus wie ein Tier oder ein Schmetterling. Aber Fledermaus. Und dann aktivieren wir das Ding. Oh. Eigenartiger Raum. Ich mach kurz Pause, bis gleich. Oh, Tür aufgegangen. Und es ist nicht vorbei. Wir gehen weiter. Ich hab da irgendwas aktiviert, oder? Nö. Scheint's nicht so gewesen sein. Und hier ist wohl die reinste Grabstätte oder Grabruine oder was das auch immer so ist. What the fuck? Okay. Oh, was passiert hier? Oh, hat der Macht gelernt. Kraft. Finde das Geheimnis. Bring ihn die Klaue zu Lucan. Was habe ich da gemacht? Oh, was ist das denn? Oh, Traugefluss. Wow, du kannst mich anschreien, Alter. Das ist aber nicht fair. Wow. Oh, erstmal zurück. Ich habe eine Idee. Ich mache mal Flamme. Wow, Alter, der kann mich aber anschreien. Aua. Schnell mal eine Heilung nehmen. Zweimal. Nochmal. Okay. Schnell mal den Eisen. Okay, du warst ein ehrenwürdiger Gegner für mich. Höherer Traugfürst. Er hat einen Drachstein. Alter Nord, Zweihänder der Kälte. Nimm mal mit, da reicht uns noch die Traglast. Wir öffnen mal die Truhe. Finden hier ein bisschen paar Halsketten, aber die nehme ich nicht mit. Schwaches Gift der Erzhörner. Und wir haben eine Art Magie. Schrei. Können wir das aufrüsten? Sammel Drachenseelen, um Schreie zu erlernen. WTF? Drachenschreie?
Bis gleich.